Herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial für das Programm iCareFone und UltData von Tenorshare. Mit diesem Programm können Sie WhatsApp-Daten exportieren. Heute möchte ich Ihnen drei Methoden vorstellen, wie Sie Ihre WhatsApp-Verläufe und Medien vom iPhone exportieren können. In der ersten Methode zeige ich Ihnen, wie Sie das mit iCareFone machen können. Dazu öffnen Sie das Programm iCareFone und eine Übersicht öffnet sich. Klicken Sie dann auf Sichern und Wiederherstellen. Entfernen Sie das Häkchen Alle auswählen und wählen Sie nur WhatsApp und Anhänger aus und drücken dann auf Sichern. Schließen Sie jetzt das Apple-Gerät mit einem Lightning-Kabel an Ihren Computer und bestätigen Sie das Sichern und warten Sie, bis der Prozess vollständig abgeschlossen ist. Klicken Sie auf den Button Sicherungsdaten anzeigen. Nun sehen Sie alle WhatsApp-Verläufe und Medien. Bitte setzen Sie überall dort Häkchen, wo Sie die Daten exportieren möchten. Sobald Sie dann alles ausgewählt haben, drücken Sie auf Computer exportieren. Wählen Sie dann noch den Ordner aus, wo Sie die Daten nach dem Export auf Ihrem Computer speichern möchten und klicken auf OK. Danach können Sie den Ordner öffnen und sehen dort Ihre gespeicherten WhatsApp-Daten. Als zweite Möglichkeit möchte ich Ihnen zeigen, wie man WhatsApp-Daten mit UltData exportieren kann. Öffnen Sie das Programm UltData und wählen Sie aus der Übersicht die Kachel Daten von iOS-Geräten wiederherstellen. Entfernen Sie alle Haken, außer den WhatsApp und Anhänger. Klicken Sie dann auf Scannen. Bitte haben Sie einen Augenblick lang Geduld. Markieren Sie dann wieder alle Verläufe, die Sie exportieren möchten. Und klicken Sie danach auf PC wiederherstellen. Wählen Sie den Ordner aus, wo Sie die Daten nach dem Export auf dem Computer speichern möchten und klicken Sie auf OK. War alles erfolgreich, bestätigen Sie mit OK und dann können Sie den Ordner öffnen und sehen dort Ihre gespeicherten WhatsApp-Daten. Die dritte und letzte Möglichkeit in diesem Video beschreibt den WhatsApp-Datenexport mit iCareFone for WhatsApp Transfer. Öffnen Sie iCareFone for WhatsApp Transfer und wählen Sie aus der Übersicht WhatsApp aus. Anschließend klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Sichern. Klicken Sie auf den Button Jetzt sichern. Warten Sie, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist und klicken Sie dann im Anschluss auf Backup anzeigen. Nun sehen Sie alle WhatsApp-Verläufe inklusive Medien. Bitte setzen Sie überall dort Häkchen, wo Sie die Daten exportieren möchten. Ganz oben können Sie auch alle auswählen. Drücken Sie auf Computer exportieren. Wählen Sie danach wieder den Ordner aus, wo Sie den Daten speichern möchten und klicken Sie auf OK. Im Anschluss können Sie den Ordner öffnen und sehen Ihre gespeicherten WhatsApp-Daten. Und das war's auch schon mit diesem Videotutorial. Viel Spaß und auf Wiedersehen!